Moin moin, liebe Supersuchtis, und ja, da sind wir wieder zurück. Ja, und wir schauen jetzt mal, wie das weitergeht. Wir sind jetzt hier, glaube ich, ja, wir sind jetzt hier im Abschnitt, den man schon Er wacht im anscheinend Teaser auf. sehen konnte. Was man schon als Gameplay damals sehen konnte. Los, nicht so faul. Wir Und, müssen in die Stadt mit ihm, bevor die ja, dann können Abregelung wir ja gleich losgeht. mal schauen, wie Langsam, scheiße Junge. wir da selber drin Wir abschneiden. müssen ihn nur sicher zum So, Uhrenturm schaffen. oder wie ich dann schlecht abschneiden werde, so im Vergleich Wohin zu dem, des was ich Weges? gesehen habe. Zum Bäcker in Stone Market. Punch! Ich mit dir geredet, Halt die Bastard! Schnauze! Hey! Geh weiter! Das heißt mal schon, wie so provisorisch einen in die Scheiß, Alter. Schnauze Man geben, vermisst so. die alte Bevor er Wache. irgendwelche Scheiße macht, kriegt er schon eine. Die Stimmen! Die Albträume! Ja, Die Schwermut wird schlimmer. Unsichtbare Feinde. Überall außer Alldale. Man muss was unternehmen. Wir interessieren keinen Junge. Das wirst du bald lernen. Ihm geht es nur um den Fortschritt. Wollt oh, ihr da tanzt einer am Strick. Überall hab hey, du da! So weit ist schon das gekommen. Reicht jetzt. Na, davon werden wir nicht satt. Davon werden wir nicht gesund. Du, haltet euch für sicher. Nur weil ihr Dreck schaufelt für die Reichen. Der Baron hat einen Strick für jeden von uns. Doch Veränderung kommt. Orion wird sie bringen. Der Baron wird brennen. Seht, seht. Sie fürchten die Wahrheit. Kopf runter. Du, mit wem redest du? Mit wem redest du? Bam! Kriegst du jetzt erstmal eine geschallert, oder? Ich hab mit der Hand, habe ich geredet. Oh yeah. Ja, lass mich da einfach mal stehen. Aber da, für den Wagen interessiert sich jetzt auch keiner mehr, ne? Wem redest du? Keinem. Spam. Genau, wo erstmal in die Dunkelheit. Das stimmt nicht. Noch einen Turm meinen Kopf freikriegen. Genau, jetzt müssen wir wieder zurück in den. Ins Versteck zurückkommen. In den Glockenturm. Genau. Jetzt. Ich hab das gesehen, aber ich weiß schon nicht mehr wie. Ich muss da gleich die Treppe hoch, aber vorher checken wir hier erstmal noch was ab. Von hier, erstmal mitgenommen. Oben habe ich auch was glänzen sehen. Noch was gefunden. Immer schön alles untersuchen, weil man kann ja viel sammeln und am Ende wird man dafür wahrscheinlich irgendwie mal belohnt werden. Dann wollen wir nochmal schauen. Außerdem bringt es einem ja Zaster. Das ist schon das nächste. Das ist, glaube ich, noch. Gesundheit, genau. Helfpäckchen. Etwas weiß ich noch vom Video, was ich mal gesehen hatte. Geht dann immer weiter hoch. Natürlich ist er da viel schneller durch das Level gelaufen, als ich das jetzt wahrscheinlich machen werde. Ich will mir auch ein bisschen was angucken. Der Typ ist da so recht schnell durchgerannt in seinem Video. Ich glaube, insgesamt waren es 25 oder 30 Minuten Gameplay, was er hatte. Vom ganzen Abschnitt. Aber das war auch mehr, ich renne durch. Wir wollen ja gucken. Ich will forschen. Was ist da los? Was habt ihr schon wieder für ein Desaster? Ich nehme mal bei den Balken rüber. Für das Rohr. Hä? Ha? Wo soll's denn hingehen? Sperrstunde! Meint aber nicht mich, oder? Statt abzuriegeln, hält die Schwermut auch nicht auf. Wir sitzen nur auf dem Sargdeckel. Scheiße! Ich dachte, unter mir wäre auch so Holz gewesen. Ich bin total runtergeprügelt. Das war natürlich nicht geplant. Wir failen gleich am Start schon. Ja, was heißt failen? Man hat ja multi-optional, ist ja alles, Wurfobjekt.
Sollten sie irgendwo hinlocken. Gucken erstmal, was sie dann machen, glaube ich. Wäre schlauer. Oh, er kommt. Er kommt. Ja, ich höre ihn flatschen. Flatsch, flatsch, flatsch. Bei allen toten Göttern. Geht einfach an mir vorbei erstmal. Ich wollte gerade erst loslaufen. Zum Glück habe ich es nicht gemacht. Weil hier ist ja der Schatten schon direkt. Da ist schon mal hier mal schnell rüber. Weil das wollte ich gerade machen, als er da zum Tor gelaufen ist. Und dann habe ich mir nochmal überlegt, lieber nicht, lieber nicht. Okay, da geht's hoch. Vorne blinkt auf jeden Fall was. Und ich höre ihn, weiß ich nicht. Der ist noch plopp, plopp, plopp gehört. Zocken ihm mal erstmal das hier weg. Hat da noch was liegen am Tisch, aber dann sieht er mich 100 Pro. Dann muss ich ihm erstmal eine knüppeln. Knüppel aus dem Sack. Und über den Kopf gehauen. Und ja. Gib mal her. Gib mir die Munis her. Sonst noch was? Oh, der Schatten sah richtig gut gerade aus. Nö, scheint alles abgesammelt zu sein. Dann gehen wir mal weiter. Wieder hier oben, da fühle ich mich doch gleich sicherer, statt als auf diesem Weg da unten rumzulaufen. Ich habe ihn da jetzt auch einfach mal liegen lassen, weil, keine Ahnung, das sieht hier ja ziemlich in der Ecke aus. Ah, guck, da ist wieder was zum Einsammeln. Verdammte Axt. Ach. Hier kommt man ja hoch. Ich dachte, ich wäre schon wieder hier gefangen irgendwie, aber bin eigentlich unnötig da rumgelaufen, um dieses Zahnrad quasi aufzusammeln. Ist da noch irgendwo weiter? Und zurück komme ich dann bestimmt nämlich nicht mehr. Ja. Die Kralle ist recht leise, wenn man sie richtig benutzt. Bei Aaron klang das Ding lauter, als es ist. Hat sie es wie, keine Ahnung, was benutze ich. Eingesammelt. Irgendwer hämmert sich da auch rein schon zurecht. Wo ist er? Da. Ding, ding. So. Sammel. Nahrung. Wir hören lieber die Tür hinter uns zu. Da ist auch noch was. Erstmal diesen Kerzenständer noch mitgenommen. So, und dann... Achso, wir zwingen wir uns jetzt so durch. Im Video sah es aus, als hätte er sich hier selbst so durchbewegt. Aber es ist einfach nur einmal einen Button drücken und jetzt hier etwas öfter drücken. Die Steinhauer Gasse ist über Nacht gesperrt. Kein Durchgang. Was siehst du dir da an? Den Preis dieser Maske. Damit könnte man ein Jahr lang 100 hungrige Mäuler stopfen. Hast du jetzt plötzlich ein Gewissen? Das scheint das dazu bringen. Ein Jahr lang 100 hungrige Mäuler. Das ist ja... Boah, bei mir wäre das ja schon alleine Honorin. Wenn man mich schon ein Jahr lang durchfüttern müsste, das müsste ja schon Geld kosten ohne Ende. Okay, das heißt, wir dürfen hier keine Scheiße bauen und müssen es schaffen, wirklich ohne gesehen über die Straße zu kommen. Okay, die Lampe blinkt und geht dann aus. Das heißt, das ist unser Zeitfenster, wie wir durch die Dunkelheit da gleich kommen. Nice. Okay. Müssen wir ein bisschen observieren. Oh, Scheiße. Oh shit, das war nicht geplant. Wo wir gerade von Scheiße bauen reden, so schmeißen wir doch mal die Flasche da an den Mann.
Das wird schon keinen interessieren. Verdammte Axt. Nach dem letzten Glockenschlag in der Station? Okay. Achso, ich hab noch eine. Kloppen die da vorne. Oh shit! Ich hab ihm die Flasche an den Kopf geworfen. Ist mal, ey, kommen die jetzt? Die sind mit sich selbst da irgendwie beschäftigt. Schnell, 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 schnell. Die sind da gerade richtig am Rumödeln. Oh, scheiße, das war gar nicht geplant, dass ich wollte die Flasche in die Ecke werfen, dass er guckt, was in der Ecke ist, aber in dem Moment kommen sie da beide lang und kriegen die Flasche an die Birne. Knappe Scheiße. Gleich Hochspannung auf 180 in mir. Stecken uns hier mal in der Ecke gerade. Hier finster ist. Ich habe nur einen Waterpfeil, den will ich jetzt noch nicht verschwenden. Und die Stimme hier. Oh. Chillen welche? Aber ich glaube, die pennen. Ja. Schnell an ihnen vorbei. Alles sicher. Ganz schnell vorbei. Und hier ist unser Ziel. Hier ist dieser Juwelierladen. Nur im Video, was ich gesehen habe, ist er vorne reingegangen. Aber wir machen das jetzt ein bisschen anders. Ich glaube, er ist vorne reingegangen. Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, egal. Wir machen das jetzt so. Jetzt sagen wir, springen jetzt rüber. Und dann schauen wir mal, was uns dort drinnen erwartet.